Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ektar, du zu einem Pacht. Samalmara mit dem Zwergenfürst. Und wir schauen mal gleich nach, was hier Sache war. Was war die letzte Quest? Was müssen wir hier tun? Was müssen wir machen? Nachmittags, die müssen wir noch besorgen für Saimi. Hier haben wir noch Aufträge mit Aquila, mit Akai und mit vielen anderen müssen wir noch reden. Mit Caleb. Okay, Nachmittagstee. Ach so, ja, stimmt. Zutaten wird man es kaufen. Zutaten. Heute wahrscheinlich erstmal zu Beginn des Parts. Einige Sidequests. Ein Milch, zwei Kröter, eins Zucker. Da würden wir uns besorgen. Milchkräuterzucker. Ich hoffe, ich merke mir das. Bis nach Quenis. Cool ist, wenn wir heute mal mit den Leuten sprechen, uns die Quests abholen und mal. Ja. Und mal. Ja, die Sachen kaufen, die wir brauchen für den Tee. Bevor wir wieder zur Heimatinsel zurückfahren, können wir erstmal ein paar Sidequests anlegen. Das war nicht nur wegen des Einkaufens. Hin und zurückfahren. Jo. So sieht's aus. Schauen wir mal, wie wir heute mit der Hauptquest weiterkommen. Und ja. Mit dem Kollegen müssen wir sprechen. Tun wir es gleich als erstes. Der hat neue Quests. Cool. Taka hat mich angerufen und mich gebeten, seinen Ofen zu reparieren. Kannst du ihn hierher bringen? Wie soll ich denn den Ofen? Wie soll ich denn einen Ofen tragen? Pack ihn einfach auf in deinen Rucksack. Er ist nicht allzu schwer. Ah, okay. Hol Takas Ofen ab und bring ihn zu Caleb. Na, sicher. In meinen Rucksack. Ja, Videospiele-Logik, das ist, ja. So, ich muss mal was futtern. Ja, mir geht das Futter alle. Sandwich. Nicht Orange halt. Ja gut. Müsst mal wieder Äpfel und so weiter pflanzen und ernten. So zu Tacker erstmal. Dann gehen wir auf den Markt und kaufen uns die Zutaten. Ach, der Ofen. Aha. Da können wir uns jetzt was kochen. Ofen, Herr Bratodienst. Wie geht es deinem Ofen? Er ist kaputt. Hat Caleb dich geschickt? Genau. Er hat mich gebeten, ihn zu ihm zu bringen, damit er sich ihn ansehen kann. In Ordnung, aber sagt ihm, er soll vorsichtig sein. Ich traue seinen ungeschickten Händen nicht. Warum? Er ist ein Händler. Und auf einmal repariert er Dinge. Kurz gesagt, ich bin nicht sehr zuversichtlich. Ja. Okay, wir werden vorsichtig sein. Ofen. Okay. Ich gehe mal kurz auf den Markt vorbei und dann gleich mal wieder zu Caleb. Kopfkratz. Jo. Ich gehe mal ein bisschen Zutaten kaufen. So, wer hat Zutaten? Ja, ich kaufe ja schon was. So. Okay, das war wohl die andere. Die dritte im Bunde. Die Zutaten verkauft. So, was brauche ich noch gleich? Milch brauche ich, das hat sie schon mal nicht. Müssen wir noch mal gucken, wo wir das herkriegen. Bei wem? Eins Milch, eins Zucker, zwei Kräuter. Ich habe es mir aufgeschrieben. Eins Milch, eins Zucker, zwei Kräuter. Eins Zucker haben wir schon mal. Milch und Kräuter. Nein.
Heute hast du nicht. Und Milch, eins Zucker, eins Kräuter. Zwei Kräuter. Milch, Zucker und Kräuter. Keine Kräuter. Vielleicht bei anderen Leuten hier. Hier am Strand hier, vielleicht gibt es da Leute hier. Milch. Muss ich erstmal verkaufen. Was verkaufe ich denn? Bretter. Muss noch was verkaufen. 11 Eimer. Achso, ich hab da. Okay, ich hab nur einen Eimer. Achso. 6 Rüben. Milch brauche ich. Okay. Milch und Kräuter wäre noch ganz gut. Danke, dass du mir den Gefallen getan hast. Ich habe so viel zu tun. Kräuter. Kräuter, die Kräuter. Brauchen wir nicht für irgendeine Quest noch ein Croissant haben wir. Wer braucht das Croissant? Achso, ja, die. So, Kräuter. Ja, Kräuter für den Tee. Hätt's gedacht. Traditionell zubereiteten Tee, wie es ausschaut. Oh. Kräuter verkaufst du nicht, das ist schade. Ich wollte gerade fragen, kann man mit jedem hier handeln? Nicht mit jedem. Kräuter, hier muss doch irgendjemanden geben, der Kräuter verkauft. Okay, mit dir können wir nur sprechen. Vielleicht der Hals abschneiden in der Bank. Nein. Gut, irgendwen finden wir schon. Ich gehe nochmal zum Hafen und gebe erstmal die Quest ab. Den Ofen abgeben. Ja. Durch die Kante gebackt. Wir könnten uns Kräuter verkaufen. Zumindest haben wir es nicht zum Anpflanzen. Anpflanzen können wir es nicht. Vielleicht können wir ja im Hafen auch Kräuter kaufen. Nein, keine Kräuter. Schade. Hier hast du den Ofen. Mal sehen. Stimmt etwas nicht? Ich habe ihn kaputt gemacht. Natürlich. Was? Nur ein bisschen. Es ist gar nicht schlimm. Ich brauche etwas Metall, Schrauben und ein paar Rohre. Akagi, die Schmiedin, sie sollte alles haben, was ich brauche. Ich bringe dir alles, was du brauchst. Hier hast du etwas Geld. Okay. Dann fragen wir mal nach Metallrohren und Schrauben. Okay, was verkaufst du denn so? Achso, müssen wir in den Laden gehen. Keine Kräuter. Sehr schade. Ja, vielleicht verkauft der Kai auch was. Oder sei ihm, wie man möchte. Da können wir noch nachgucken. Also jeder Hauptcharakter, der verkauft ja hier was. So, rüber zur Schmiede müssen wir. Der Trottel hat es tatsächlich kaputt gemacht. Das hätte ich dir ja schon sagen können. Ja. Ist doch nicht mein Problem. Ich hab's dem ich nicht anvertraut. Das ist. Der Koch meinte, ich soll es zu dem Kaleb bringen. Ich hätte es gleich zu der Schmiede gebracht. Ich kann ja scheinbar alles reparieren. Guck mal. Ich stecke bis beide Ohren in Arbeit. Woran arbeitest du? An einem geheimen Projekt. Ich baue einen Metallkoloss. Wow, liegt deshalb da hinten eine riesige Hand aus Metall? Ja, ich dachte, niemand würde sie bemerken.
Sie steht auf deinem Dach. Nun ja, sie ist von der ganzen Insel aus zu sehen. Der Rest des Körpers liegt im Norden, in der Nähe der Eiswand. Eiswand? Ich war erst vor kurzem da. Es sind jedoch einige Dinge passiert. Es ist eine ziemlich lange Geschichte. Kein Problem, ich habe Zeit. Ich bin ein wenig besessen davon, diesen Roboter-Koloss zu bauen. Komme aber nur langsam voran. Ich kann dir helfen. Ich brauche einige Materialien, vor allem Rohkupfer und Metall. Es wäre fantastisch, wenn du mir davon etwas bringen könntest. Habe ich doch schon. Aber wie wär's mit dem... Glaubst du, dass du mit diesen Materialien etwas anfangen kannst? Sie sind perfekt. Jetzt kann ich mit der Arbeit am Koloss beginnen. Vielen Dank, Cora. Bitte sehr. Warum schaust du mich so an? Ich wünschte, ich wäre so stark wie du. Hahaha, eines Tages bist du bestimmt, Cora. Dilt. Ich habe noch eine andere Quest. Cora, ich komme mit dem Koloss nicht weiter. Ich muss meinen Kopf frei machen bekommen. Was brauchst du dafür? Wenn ich entspannen möchte, schnitze ich Holz. Wusstest du, dass meine Mutter ein großartiger Tischlerin war? Hier habe ich noch ihre Baupläne für ein Holzbank. Möchtest du, dass ich dir beibringe, wie man sowas baut? Dazu brauche ich Holz und Metall. Das wäre super. Es ist so cool, Mist zu arbeiten. Findest du das wirklich? Bin ja fertig. Einen Augenblick. Was du gemacht hast, sah gar nicht so schwer aus. Ich glaube, ich könnte das jetzt auch bauen. Ich bin froh, dass du es gelernt hast. Das sieht auf meiner Insel bestimmt toll aus. Ich glaube, ich fühle mich jetzt besser. Ich kann endlich weiter an dem Koloss arbeiten. Bank. Okay, sehr schön. Aber... Hallo, Cora. Kann ich dich um etwas bitten? Natürlich, immer doch. Meine Eltern haben ein kleines Haus auf der Insel, nicht weit von Quelis. Sie haben einige Ackerfelder und ich mache mir Sorgen, dass niemand die Pflanzen erntet. Die Insel ist nicht weit von hier. Könntest du vielleicht die Pflanzen ernten? Du kannst alles, was du erntest, behalten. Sind deine Eltern so cool wie du? Das kann ich schlecht einschätzen. Sie sind meine Eltern. Sie müssen riesig sein. Was machen sie? Ich bin in Rente. Ich reise in Vieh und spiele Karten. Ich kümmere mich darum. Aber was ist jetzt mit der Quest von, wir sollten noch hier reparieren? Oder was? Sammeln etwas mit Helm, dem Messer, ja okay, das kann man auch noch machen. Na, Papa. Ich will sogar ein paar Schrauben und Rohre für gerade, naja gut. Kräuter hast du nicht zufällig? Ich hab Geld. Schrauben und Rohre brauche ich. Wie viele willst du haben? Zwei Metallrohre und vier Schrauben. So, Quest schon erledigt. Irgendwo müssen wir noch Kräuter herkriegen. Tinte können müssten wir bräuchten auch die Materialien für Tinte. Ist auch nicht schlecht. Fische. Ja. Faden und Baumwolle können wir auch noch kaufen. Silber. Silber bauen, das können wir auch noch kaufen. Oh, teuer. Viel zu teuer. Und Kupfer bauen, die könnte man brauchen. Wofür brauchte ich die nochmal? Kupfer bauen. Da musste ich auch irgendwas mit herstellen. Achso, den Hammer wollten wir damit verstärken. Brauchen wir hoffentlich nur einen von. Wie läuft es mit den Aufgaben, Kleiner? Ich bin noch nicht angefangen. Verwahren. Kaufen. Vielleicht können wir unseren Hammer jetzt damit verstärken. Hoffentlich reicht einer. Die sind arschteuer. Ja. Kräuter brauche ich immer noch. Kräuter. Verkauft irgendjemand Kräuter?
Vielleicht Adliger, Elite hier. Nein, kein Kräuter. Kräuter, Kräuter, Kräuter. Wer verkauft mir Kräuter? Tja. Dann suchen wir weiterhin nach Kräutern. Vielleicht liegen die auch irgendwo rum. Ich glaube, theoretisch kann man die auch in der Wildnis fangen, die Kräuter. Hm? Keine Kräuter? Keine Kräuter. Schade. Jetzt gehen wir mal mit Napopo sprechen. Ja, mit der sollten wir auch noch sprechen. Hm, was ist das? Ich glaube nicht, dass es da etwas gibt. Das ist nur ein Spalt. Daher war. Da, der war schon immer hier. Okay, lass uns mit Blue reden. Sprich mit Blue, um herauszufinden, was Napopo versucht, dir zu sagen. Okay. Kräuter hast. Oh, du hast Kräuter. Sehr schön. Da muss ich noch ein bisschen handeln. Die Bälle. Erstmal Kräuter kaufen. Sehr gut, dann haben wir doch jetzt die Zutaten für die Quest. Oder? Du musst doch zwei Kräuter, zwei Milch und zwei Zucker. Ein Milch und ein Zucker, meine ich. Wo ist der Zucker? Wo ist der Zucker? Da ist der Zucker. Sehr gut, haben wir doch eigentlich. Und das sprechen wir mal. Ich glaube, dass Napopo etwas sagen will. Ja. Mal schauen, okay. Sie sagt, dass es auf deiner Insel im Eingang zu einer Höhle gibt, die voller Mineralien ist. Vielleicht könnte dir das nützlich sein. Wie? Die Höhle ist im Inneren des Berges. Du wirst eine Mine bauen müssen. Ich glaube aber, dass das nicht einfach wird. Aha. Also okay, sie soll mir helfen. Ja, das ist wirklich eine gute Idee. Okay, ich werde sie um Hilfe bitten. Fragt Akai, wie man eine Mine baut. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder Materialien für. Okay, wir fahren durch gleich mal zurück zur Insel und machen mal erstmal den Nachmittagstee, damit wir die Hauptquest weiterkommen. Und wir bei Saimi weiterkommen. Das scheint ja die Hauptquest zu sein. Gut, Napopo ist auch wichtig, daher gehen wir mal Minen bauen. Wenn wir dann eh schon zurückfahren, dann können wir auch die Minenkenntnisse mitnehmen. Gut, vielleicht können wir dann schon den Hammer verstärken. Was? Zu spät. Hat schon geschlossen. Ach, Dreck. Ja, mache ich einen kleinen Ausflug zum Hafen. Schlaf mal im Boot und dann komme ich wieder zurück. Eigentlich müssten wir uns mal einen Schlafsack kaufen, ich weiß nicht, aber dann kann das sein, dass man dann damit überall schlafen kann. Also eigentlich, Schlafsack war zumindest das Symbol, was im Haus für Schlafen stimmt. Und logisch wäre es, zum Hafen wollten wir mit ihm auch mal nichts zu bereden. So, hab's. Im Hops und einmal schlafen. Und wieder zurück. Achso, hier müssen wir gleich nochmal. Wie geht's mit dem Ofen voran? Schon besser. Mit diesen Materialien werde ich ihn in Handumdrehen reparieren können. Kannst du ihn zurück zu Taka bringen? Ich bin mir sicher, dass er schon ganz verzweifelt ist. Natürlich. Wenn du nicht komplett geschrottet hast. So, den Ofen zu Taka bringen. Können wir auf dem Weg auch noch machen. Beeil dich bitte. Ja. Ich bin schon auf dem Weg. Unhöfliches Gesindel hier.
werden hier auch Sachen von mir verlangt. Ich meine, warum kann der nicht selbst zu Tagan gehen? Das ist hier direkt drüben. Es ist wirklich hier unkooperative Gesellschaft. Das ist. Ach, ja, gut. Öffnet erst um 10. So, na dann. Warten wir mal ein paar Sekunden. Ich gönne mir mal einen Schluck. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hat geöffnet. Keiner hat deinen Ofen repariert. Vielen Dank, mein Kind. Gern geschehen. Das ist wirklich ein seltsamer Ofen. Es ist ein Kamado, eine spezielle Art von Ofen. Damit kann ich neue, ganz andersartige Rezepte zubereiten. Toll, ich wünschte, ich hätte auch so einen Ofen. Nun, warum hältst du dann ihn nicht? Wirklich, kann ich dann auch solche Gerichte wie du zubereiten? Mit etwas Durchhaltevermögen und einem Engagement? Vielleicht. Jeder Meisterkoch braucht erstklassige Koch- und Küchenutensilien. Ich werde auch ein Meisterkoch, du wirst schon sehen. Ofen. Sehr gut. Ja, die Mine, wie wir eine Mine bauen, das müssen wir noch lernen. Und dann ab zurück zur Heimatinsel. Haben wir genug Sidequests erledigt für heute? Eine Mine. Na, das ist doch, da freue ich mich doch sehr drauf. Dass wir die Mine kennenlernen. Dass wir lernen, wie wir eine Mine bauen. Jetzt Zwergenchor. Ja. Eine echte Zwergenmine bauen. Da bin ich ja gespannt. So. Hey Akai, weißt du, wie man eine Mine baut? Eine Mine. Eine Mine. Ja. Das kann gefährlich sein. Verstanden. Eine Mine bietet dir die Möglichkeit, viel schneller hochwertige Mineralien zu bauen. Aber die Mineralien können sich auch erschöpfen. Pass also auf, dass du nicht zu viel abbaust. Und denk immer daran, dich bei Mara zu bedanken. Ist gut, ich habe verstanden. Hier, nimm die Blaupause für eine Mine. Danke, Akai. Okay, ich kann Minen bauen. Baue eine Mine in der Höhle auf Kuras Insel. Na dann, wenn wir es denn gebacken kriegen. Vielleicht müssen wir dafür erst den Hammer verstärken, aber. Sekunde. Das sieht interessant aus. Ein flackernder Stein. Sorry, ist mir gerade aufgefallen. Wollte hier nichts schlecht darstellen. Ja, komm vor. Gut, ab zum Hafen und schnell zurück zur Insel. So schaut's aus. Den Tee zu bereiten und so weiter. Mine bauen, Hammer verstärken, falls möglich. Mal ein paar Quests abarbeiten. Vor allem den Tee, damit wir die Hauptquest weiter können. Eine Teefahrt, die ist lustig. Was? Crash! Mit dem Boot zusammengestoßen. Schau mal, wo du hinguckst. Sieh zu, wo du hinfährst. Oh, genau, vom Straßenverkehr. Im Schiffsverkehr. Heimatinsel. Hier ist aber ziemlich düster und regnerisch. So, anders aussteigen. So, jetzt wird mal wieder gepflanzt.
Nee, gepflanzt wird nicht, aber zubereitet. Minen bauen und so weiter. So, Nachmittagstee. Sehr gut. Nachmittagstee, Nachmittagstee. Das sollte man nicht selber trinken, dann haben wir es auch verkackt. Die Quest. Schon nochmal ein Questlog. Okay, das haben wir erledigt. Mine bauen. Mit Aquila haben wir noch nicht gesprochen. Okay. Ja, Metall müssen wir jetzt wieder sammeln. Egal. Egal. Kaleb, Tintenfasch. Okay, Mine. Eine Mine bauen müssen wir jetzt. Irgendwann auch noch Baum von einpflanzen. Eine Mine bauen. Eine Mine. Das wäre großartig, wenn wir eine Mine haben könnten. Haben wir hierfür schon Nägel haben wir. Metall fehlt uns und Bretter. Sehr schön. So den Haufen hier auch mal fertig kriegen. Jetzt will man die Stelle aufbauen. So eine Mine. Was brauchen wir dafür? Ist das hier oder wo können wir das machen? Kristall benutzen? Ich habe kein Kristall. Okay. Interessant. Eine Mine bauen. Ich habe das Rezept für eine Mine, aber Eiseninsel. Okay, wirklich? Müssen wir auf die Eiseninsel? Ah ne, das war eine andere Quest. Das Ackerfelder von. Ja. Baue eine Karte. Dann baue eine Mine. Müssen wir in die Werkstatt gehen oder? Okay. Habe ich keinen Plan, wie wir hier was bauen können.